Oh, das hört sich nicht gut an. Hast du deine Meinung geändert? Das hört sich wirklich nicht gut an. Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Ja, Timmy, erzähl ihm was. Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Okay. Lass mich hier rauf. So. Wird der Minotaur einen Vorwurf machen, weil sie sich nach Abwechslung sehnt? Hallo? Ich will das hier erstmal hacken. Bis hier dahin. Oh, okay. Was geht auf? Nein, nimm das. Und perfekt. So. Eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Mann. Kopf, Kopf. Hi, Alter. Das hab ich schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Hi. Wow. Wie hält der was aus? Daneben. Ah, das bringt überhaupt nichts. Au! Au! Mann, Lady, du nervst! Sieh mal auf den Fernrad nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Ja, dann ist lass recht. Ich dich auch in die Fischfabrik. Ja, ist ja recht. Ich hab's kapiert. Und denk daran, mein Freund. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ja, ist in Ordnung. Und ihr seid tot. Gib mir dein Zeug, gib mir dein Zeug. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Heim Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns war mit Arbeit. Brenn! Daneben, daneben. Wow, was geht denn hier ab? Hier geht's ja ab. Wow. Gib mir das. Da ist nicht noch ein Schuh, oder? Wer schießt hier? Ernsthaft, wer schießt hier?
Geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Okay. Okay, wer schießt hier? Ja, hi du. Ja, hi du. Okay. Nein, nein, nein. Ja. Schon? Wo ist er? Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Oh ja! Ohne zu sterben! Ohne zu sterben! Gib her! Oh ja! Was wollt ihr jetzt? Ja, ja, ja. Ohne zu sterben. Oh ja, es wird besser. Mann, verpisst euch! Schenken Sie Ihren Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich. So, haben wir hier alles? Nein, da ist noch was. Wie komme ich denn da ran? Ah, so. Habe ich dich übersehen, ne? Okay. Gib her. Oh, Junge. So. Was haben wir denn hier? Nichts. Brauche ich eigentlich nicht. Noch nicht. Chips, dich habe ich schon. Ah, hier nicht irgendwo eine Kamera? Oh, Meme. Okay, das habe ich. Bin ich voll. Ja, den erledigen wir nachher. Hey, Alter, brenn!
Oh, shit. Dich will ich, glaube ich, fast lassen. Nein, 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 ja, das hier, das dahin. Na komm, gib mir was. Gib mir was, gib mir was, gib mir was. Danke. Passt. Du hilfst mir dann gegen den Big Daddy. Aber jetzt noch nicht. Das wäre eine schlechte Idee. Ist nichts. Hier ist eine E-Spritze. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte... Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Ja, ich weiß, ich habe eine Übersprung. Verdammt. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen, oder Fontaine erwischt Ryan. Wir werden den armen Tim im Keller von Fontaines Fischfabrik befragen müssen. Falls du Lust hast, dabei zu sein, der Code ist 5380. Ah, hier haben wir den Code für Jimmys Folterding. Da. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert. Was zur Hölle? Er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie noch. So. Da würde ich nicht ganz rankommen. Naja, vielleicht auch. Okay. Dann will ich noch... Warte, ab hier rüber. Ich hätte Splittergranaten jetzt. Au! Au! Arschloch! Er greift mich an! Bastard! Okay! Komm her! Ah, komm her! Nein. Oh ja! Zwei Big Daddies, ohne zu sterben. Ah, jetzt komme ich schon langsam wieder rein. Oh, hallo. Ich muss jetzt in die Heier, Mr. Bubbles. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinte, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer braucht ein Team, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonald's, Zimmer Nummer 7.
Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir vermissen dich. Schnell. Na komm schon. Ich brauch noch ein bisschen hier. Ich hoffe, ich habe genug lange. Ja, ich habe genug lange, okay. So, eins brauche ich noch. Komm schon, gib mir eins. Danke. Okay, ich bräuchte ein paar Verbandskisten. Danke. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. Ich glaube, an dich komme ich nicht ran, ne? Nein. Das war knapp. Aber an dich komme ich ran. So, was haben wir denn hier? Das hier dahin, das hier dahin, das hier dahin. Das hier dahin. Das hier dahin, das hier dahin, das hier dahin. Und das hier dahin. Hui! Okay.